Mousse au Chocolat und das Erste präsentieren Ihnen Marienhof. Es wird viel passieren. Ich arbeite nur für Sie, sonst läuft da gar nichts. Langfristig arbeitet Maria nur mit Jungs zusammen, die überall ihren Mann stehen. Nicht nur hinterm Schreibtisch. Nee, das kommt bei mir nicht in Frage. Das schafft er doch nicht. Nein, lass ihn. Er kriegt das schon hin. Er wird immer auf fremde Hilfe angewiesen sein. Es ist unmöglich, Kevin. Ich kann ihn einfach nicht allein in Köln zurücklassen. 10.000 Mark Monatsgehalt in Geschäftswagen und Spesen. Warte, ich helfe dir. Hey, hast du dich verletzt? Es geht schon. Oh, tolle Auswahlschritt. Nicht übel. Ach, darf ich dir helfen? Komm. Betrifft meine Kündigung. Hiermit kündige ich mein Arbeitsverhältnis ab sofort zum nächstmöglichen Termin. Ist ja schon irgendwie heftig. Hallo? Na, du untreue Tomate? Wie? Da wolltest du mich nicht anrufen? Ah, ja, stimmt, da wäre doch irgendwas. Ich kann ja auch wieder auflegen. Wie geht's euch beiden denn? Soweit ganz gut. Robby macht schon Fortschritte. Heute wollte er mit der Therapeutin schon Armdrücken machen. Wahrscheinlich kommen wir bald nach Hause. Schön. Schön? Ist das alles? Was ist eigentlich los, Charlie? Roberto, ich überlege gerade, ob ich bei Töppers kündigen soll. Was? Wieso das denn? Naja, weißt du, die Sieber hat mich gefragt, ob ich bei ihr in der Agentur arbeiten will. Und das ist ein ziemlich gutes Angebot. Mensch, Charlie, der Job bei Töppers ist unser einziges Einkommen, das sicher ist. Ja, aber kannst du dir nicht vorstellen, dass meine Leidenschaft nicht daraus besteht, mich mit verstopften Klos und Heizungsrohren zu beschäftigen? Mensch, aber wie heißt es doch so schön, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Was sollst du denn für die Sieber machen? Ich soll Tourneeplanung machen und Kalkulation, das sind ja wohl keine Hiwi-Jobs, oder? Hört sich gut an, aber zu gut. Du glaubst doch nicht wirklich, dass die dich das Tourneemanagement machen lässt. Charlie denkt nach. Wenn du jetzt bei Töppers kündigst, dann musst du dich nicht wundern, wenn wir nachher auf der Straße sitzen. Hast du etwas schon zugesagt? Nein, habe ich noch nicht. Es ist noch alles in Planung. Es ist noch nichts entschieden, okay? Ich muss jetzt auch auflegen. Charlie, bitte denk noch mal darüber nach. Ja, ich denk noch mal drüber nach. Schlaf gut, ihr zwei, ja? Mann, ist ja toll. Meine Freundin traut mir echt was zu. Hey, du, die ist ja voll cool hier. Hast du mitgebracht aus Amerika, ne? Schön. Wie war euer Urlaub? Ne? Einen guten Flug gehabt? Guten Morgen, Inge. Morgen. Mein Gott, wie schaffst du es nur morgens um 7 so strahlend schön auszusehen? Oh, danke, du Charmeur. War der die ganzen Wochen so? Ich kann mich nicht beklagen. Oh, ich bin so müde. Meine beiden Männer haben im Flieger natürlich um die Wette geschlagen. Wo ist meine Eisenbahn? Du, die ist da, wo du sie aufgebaut hast. Und die wartet schon sehnsüchtig auf dich. Hast du gehört? Die ruft schon nach dir. Also los, schau mal. Seine Eisenbahn. Und der hat er gestern schon den ganzen Tag erzählt. Ja, aber jetzt erzählt ihr doch mal. Wie war euer Urlaub? Was heißt hier Urlaub? Das war unsere Hochzeitsreise. Es war wirklich ein Traum. Es war alles wie im Bilderbuch. Das Wetter, das Meer, der Strand. Florida war wirklich eine klasse Idee. Du hättest unser Apartment sehen sollen, mit Blick direkt auf Strand und Meer. So, Kontrastprogramm ist angesagt. Grauer Himmel und trister Büroalltag. Wieso? Willst du jetzt etwa gleich ins Büro gehen? Es wird eine Menge liegen geblieben sein. Und du schläfst noch ein bisschen und träumst unseren Traum weiter. Ja.
Du drückst dich ja nur vom Auspacken. Klar, was denkst denn du? Bis später. Na, wie es aussieht, hast du ja wirklich deinen Traummann gefunden. Im Urlaub stellt sich's nämlich meistens raus, ob man zusammenpasst oder nicht. Ja. Oder? Doch, bestimmt. Der Urlaub war wirklich ein Traum. Naja, es war schon schön. Aber ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Irgendwas stimmt in unserer Beziehung nicht. Schade, dass ich sie als Kind nur so kurze Zeit miterlebt habe. Das habe ich mir damals auch ganz anders vorgestellt. Und muss ich jetzt wirklich alleine nach Chicago fliegen? Na los, Mann. Sag schon. Was kann ich machen, damit du mit nach Chicago fliegst? Ach, Frederik, hör auf. Ich könnte ja fragen, ob ich in die WG anziehen darf. Da bin ich dann 24 Stunden unter Aufsicht. Des Weiteren könnte ich ja einen Alarmklingelknopf in meinem Zimmer installieren, der eine Sirene nebst Blaulicht direkt vor dem Haus aktiviert. Und dann könnte ich ja noch mein Handy von Dual auf Triband umrüsten, damit du mich ständig erreichen kannst. Und was ist, wenn ein Rad von deinem Stuhl sich wieder verklemmt? Na, wie wir ja gestern gesehen haben, hauen dich ja manche Situationen schneller um als mich. Oder ein Feuer bricht wieder aus und bringt dich in Lebensgefahr? Den Wohnungsbrand damals hättest du auch nicht verhindern können. Nicht mal, wenn du in Köln gewesen wärst. Ich war wenigstens in der Nähe und muss mir keine Vorwürfe machen, dass ich am anderen Ende der Welt war. Oh, das hört sich ja echt logisch an. Mom, du machst dir viel zu viele Gedanken. Ich kann nicht fahren. Das geht nicht. Endlich. Kannst du mir gleich mal die Sachen da anreichen? Ich wollte eigentlich mit dir... Später, Charlie, später. Wir müssen uns beeilen. Was ist? Willst du hier Wurzeln schlagen? Der Großauftrag im Altenheim kommt jetzt genau richtig. Vielleicht gibt es doch noch Weihnachtsgeld. Aber wie siehst du eigentlich schon wieder aus? Ich wollte ja noch was mit dir besprechen. Wenn du meine Hand anhalten willst, dann musst du dich an Önni wenden. Also... Könntest du jetzt bitte weitermachen? Bis auf die Tatsache, dass du manchmal, sagen wir mal, ein bisschen verträumt bist, bist du mein bester Mitarbeiter. Könnte auch sagen, mein einziger. Ich bedenke, wie du hier angefangen hast. Mein Gott, da hast du mich was Nerven gekostet. U-Haft, Entzug, Polizei. Mann, das ist doch Schnee von gestern. Ja, das stimmt. Du hast die Kurve gekriegt. Keine Drogen mehr, keine dubiosen Verwicklungen. Wenn ich jetzt so ansehe, ein ganzer Kerl. Ich bin richtig stolz. Ein klein bisschen habe ich ja dazu auch beigetragen. Ne? Bei Döppers hattest du immer ein Zuhause. Ja sicher, ohne dich wird die Menschheit wahrscheinlich den Bach runtergehen. Wohl wahr. Aber du bist heute nicht gut drauf, was? Doro ist wohl schon so lange weg. Wie geht's denn eigentlich deiner kleinen Familie? Hat sich unser übermütiger Jungspund schon von seinem Sturz erholt? Es geht beiden gut, die kommen bald wieder nach Hause. Hallo Partner, und? Wie war dein Urlaub? Sehr angenehm. Sag bloß. Jenny ist ja schließlich kein Ungeheuer, sondern eine ziemlich attraktive Frau. Ach nee, heißt das? Ja, es war absolut ein... wunderbare Traumurlaub. Du wirst es nicht glauben, aber ich habe mich richtig wohl gefühlt. Bist du noch am Ende verliebt? Warum nicht? Jenny gefällt mir und ich bin sogar mit ihr verheiratet. Du und verliebten Jenny? Wie hat sie denn das geschafft? Was soll das heißen? Ich bin kein herzloses Ungeheuer. Motivirrtum ausgeschlossen? Eher Vorspiegelung falscher Tatsachen? Ich hätte ansonsten auch auf Unzumutbarkeit plädiert. Aber ich sagte, ich musste mich mächtig ins Zeug legen. Mondscheinspaziergänge, du weißt schon. Romantische Abende am Strand. Zukunftspläne schmieden. Und jetzt frisst du dir aus der Hand? Klar. Frauen und ihre übermäßigen Gefühlsregungen. Aber ohne Viagra hätte ich die niemals fachgerecht ruhig stellen können, glaub mir. Und?
Wie siehst du mit der eigentlichen Erblasserin aus? Ein bisschen Schmus hier und da und schon vertrauen sie dir. Ich bin überzeugt, die Busch unterschreibt bald. Unterschätzt sie mal nicht. Wenn sie aus steuerlichen Gründen jetzt schon einen Teil ihres Erbes an Jenny überschreibt, hat das mit mir nichts zu tun. Weiter denkt ihr nicht. Ein viel zu hoch geschätztes Gut unserer Gesellschaft, das Wort Vertrauen. Und bei Scheidung gehen 75% des gemeinschaftlichen Vermögens an mich. Na, ihr Weihnachtsmänner. Hi. Das gibt's. Ja, wir bräuchten dringend ein paar heiße Tipps für unser Online-Projekt in der Schule. Aha. Ja, genauso von wegen Chatroom-Verknüpfung. Aha. Ja, wenn's weiter nichts ist. Sorry, ja. Hallo, Frederik Neuhaus. Ich habe bei Ihnen einen Drucker bestellt und wollte nur nachfragen, ob heute Abend? Ach, okay, super, danke. Wiederhören. Ja. Wo ist denn deine Schwester? Macht die nicht mit beim Projekt? Doch, aber die ist jetzt zu Hause. Ich glaube, die backt Plätzchen oder so. Also, hoffe ich jedenfalls. Also, ihr wollt einen Chatroom installieren und habt keine Ahnung. Ja, genau. Absolut kein Schimmer. Okay. Ach, du weißt schon. Damit man sich polygam mit mehreren Mitschülerinnen gleichzeitig austauschen kann. Ja, also einen Chatroom muss man programmieren. Aber die Software ist dazu ziemlich teuer. Mhm. Ja, und wie programmiert man sowas? Tja, wie programmiert man sowas? Ich würde sagen, in einer der gängigen Programmiersprachen. Java, XML, HTML. Kannst du denn was? Oh nein, was ist denn jetzt passiert? Ach Gott, gut, dass ich eine Kopie davon gemacht habe. Sorry, aber irgendwie... Alles retour? Ich glaube, Sie hatten doch recht. Okay. Ja. Es gibt ein paar Firmen, die Schulen und Universitäten kostenlos Software zur Verfügung stellen. Ich kann euch da ein paar Adressen raussuchen. Ja, tja. Okay, lassen wir es so. Gut, prima. Tut mir wirklich leid wegen... Ja, ich weiß. So kurz vor Weihnachten geht immer alles drunter und drüber. Hallo, Mama. Hi. Du hast es hier ziemlich gut im Griff, hä? Was willst du? Zeit zum Windeln wechseln? Frederik. Ciao, was kann ich für Sie tun? Hallo, ich hätte gerne ein Latte Macchiato, bitte. Geht klar. Tut mir leid, ich hoffe, du hast nicht so lange gewartet. Ich habe mich nicht gelangweilt. Okay. Zwei Latte Macchiato, bitte. Komm sofort. Also, was gibt es so Dringendes, dass wir nicht am Telefon besprechen konnten? Also, ich war nicht allein. Mein Job, also mein Chef, mein Job bei Töppers. Du hast es nicht fertig gebracht zu kündigen. Genau. Und jetzt? Ich weiß auch nicht. Ich weiß nur, dass er mir immer geholfen hat und jetzt braucht er mich halt. Verstehe. Weißt du, es ist nicht so, dass ich nicht unbedingt bei dir arbeiten möchte. So einen Job kriegt man ja auch nicht jeden Tag angeboten, aber... Aber du möchtest trotzdem den Vertrag mit mir rückgängig machen? Nee, nicht unbedingt. Gut, es freut mich zu hören. Ich zähle nämlich auf dich. Allora? Danke. Also, ich könnte beide Sachen gleichzeitig machen? Ja, natürlich. Du bist doch ein heller Kopf. Das wirst du schon unter einen Hut kriegen. Ich habe hier einige Kalkulationen für eine Südafrika-Tournee, die du bitte mal durchschaust. Heute noch, wenn es geht. Heute? Oder ist das etwa zu knapp? Nee, das müsste schon gehen. Bei deinen mathematischen Fähigkeiten ein Klacks. So, Max ist endlich im Schlafanzug. Natürlich will er jetzt noch auf Christoph warten. Was schenkst du eigentlich Christoph zu Weihnachten? Ups, wenn ich das wüsste. Ich glaube, er hat einen ziemlich exklusiven Geschmack. Na, da wird sich ja wohl was finden lassen. Du hast doch auch einen sehr guten Geschmack. Mm, das ist es nicht. Irgendwie eher das Gegenteil. Könntest du dich vielleicht ein bisschen deutlicher ausdrücken? Ich weiß auch nicht, wie ich das sagen soll. Weißt du, Marco waren auch die einfachen Dinge genug. Die Menschen sind eben verschieden. Ich habe Christoph aus einer Muschel, die wir am Strand gefunden haben, einen Schlüsselanhänger gebastelt. Den hat er natürlich im Hotel liegen lassen. Aber die teure Uhr, die ich ihm geschenkt habe, wird poliert und bei jeder Gelegenheit zur Schau gestellt. Das ist doch schön, dass ihm deine Uhr gefällt. Ja. Christoph ist Anwalt. Der muss schon einem gewissen Anspruch gerecht werden. Ich verlange ja gar nicht, dass er den Schlüsselanhänger benutzt. Also jetzt sei mir nicht böse, aber du kannst doch das Glück deiner Ehe nicht von einem Schlüsselanhänger abhängig machen. Also. Wo ist Christoph? Der muss noch ganz viel arbeiten.
Entschuldigt bitte. Aber wie das so ist, ich habe die Zeit völlig vergessen. Und als ich im Auto gesessen bin, habe ich gemerkt, dass der Akku vom Handy leer ist. Hier, Maxi, schau. Entschuldige bitte, aber schau. Ich habe nicht ganz vergessen, was ich dir versprochen habe. Danke. Oh. Ein neuer Eisenbahnwaggon. Das wäre toll. Tut mir leid. Bitte nicht böse sein. Hallo, Mama. Hallo. Was Besseres fällt dir nicht ein? Nein. Okay. Wo sind die Kellerschlüssel? Da, wo sie immer sind. Wieso? Ich hole jetzt meine Koffer. Ich gehe mit meinem Vater nach Chicago. Dieses ewige Hin und Her habe ich satt. Natürlich. Wie du willst. Das ist alles, was dir dazu einfällt? Und was soll ich denn machen? Auch deine Koffer packen. Wenn das so einfach wäre. Oh Mann, Frederik. Oh Gott, ich habe ihm doch versprochen, dass ich mit ihm die neuen Drucker hole. Allein ist das doch viel zu schwer für ihn. Was siehst du? Wieder ein Argument, Frederik nicht allein zu lassen. Hallo. Hallo. Hi, Frederik. Sorry, es tut mir total leid. Ich hab's vergessen. Ach komm, das kann passieren. Was man nicht in den Beinen hat, hat man im Kopf. Wie man sieht. Kinder. Entschuldigung, können wir Ihnen mal sagen, wo ich das abstellen kann? Naja. Du könntest dich ja beim Christkind als Geschenkpakethalter bewerben. Ja, komm hier mit. Na gut. Deine Südafrika-Kalkulation ist wirklich eine interessante Lektüre. Ja? Absolut. Also da fliegen dann die Zehntausende ja nur so um die Ohren. So was habe ich noch nie gelesen. Ist schon was anderes, ne? Ja. Also während ich das gelesen habe, habe ich ganz feuchte Finger gekriegt. Das ist besser als jeder Stephen King. Und? Also es war genau, wie du gesagt hast. Ich habe es total schnell durchgearbeitet. Na bitte. Und? Gibt's da was aufzusetzen an dem Schmöker? Absolut nicht. Die Rechnungen sind alle perfekt gemacht. Also ich habe mich ehrlich gesagt gefragt, wozu du mich eigentlich brauchst. Nur zur Kontrolle. Nobody's perfect. Ja, wenn es weiter nichts ist, also dafür bin ich jederzeit bereit. Gut. Sprechen wir von der Zukunft. Wie du weißt, plane ich im Frühsommer eine Tournee durch Asien und Australien. Und ich möchte gern, dass du mich begleitest. Wie lange ist denn sowas? Na, 2-3 Monate. Hm? Was hältst du davon? Tokio, Hongkong, Bangkok, Singapur, Manila, Jakarta, je nachdem, wie es politisch dort aussieht. Und nachher geht's nach Sydney, Melbourne, Perth. Tja, das klingt natürlich schon gigantisch. Hm? Wir werden in jedem Stadt ein paar Tage bleiben, also bleibt genug Zeit für Sightseeing und Entspannung. Das wird dann doch ziemlich lang dauern, oder? Das Leben ist kurz. Es kommt darauf an, was ich da noch so alles machen müsste. Wie machst du das? Ja, dein Tontechniker, der hat mir erzählt, dass auf so einer Tournee, da kann man sich gar nicht näher kommen. Und? Wäre das so schlimm? Oh Mann, ich bin so aufgeregt. Ich kann es gar nicht glauben. Weihnachten in Chicago. Ich bin schon gespannt, wie die Weihnachtsmänner da aussehen. Da ist doch alles größer. Bei den Geschenken wäre mir da nicht so sicher. Weihnachten ohne dich. Ach, Kevin. Müssen wir wirklich ohne dich fliegen? Es ist nicht so einfach, so eine Entscheidung zu treffen. Scheinbar, das macht dir nicht viel aus. Wir sind doch erwachsene, vernünftige Menschen. Wenn du nicht fliegst, trete ich in den Hungerstreik. Na gut, meinetwegen. Mama, ich bin ein großer Junge. Ich schaffe das hier auch allein. Frederik, bitte hör auf. Ich studiere hier und will bei meinen Freunden bleiben. Außerdem kann ich Ollis Zimmer in der WG haben. Na prima. Alle sind sich einig, nur du schießt quer. Ich schaffe das irgendwie nicht. Mama, auch wenn ich im Rollstuhl sitze, irgendwann ist es Zeit, sich von seinen Kindern abzunabeln. Kapiert? Frederik. Meinetwegen versauerst du hier. Ich ziehe jedenfalls in die WG. Mach doch alle Menschen, die dich lieben, unglücklich. Ende der Diskussion, klar? Mama, ich verstehe nicht, wie du so verdammt stur sein kannst. Jetzt warte doch mal, Frederik, bitte. Darf ich auch mal was sagen? Glaubt ihr, es fällt mir leicht? Glaubt ihr, ich lasse diesen wundervollen Mann einfach davonfliegen? Na wohl kaum. Ratet mal, was das ist. Ein Ticket. Du kommst doch, ne? Wirklich?
Ich glaube es ja nicht. Du kommst mit nach Chicago? Also ich will zuerst mal nachsehen, ob das Ticket echt ist. Frederik hat mich überzeugt. Ich komme mit. Also eigentlich ist es ja schon spät und ich muss eigentlich jetzt gehen. Ich will dich nicht aufhalten. Du hast morgen wieder einen harten Tag vor dir. Tja, dann... Du sollst ihn wenigstens probieren. Da weinst du wirklich gut. Eine gemeinsame Zukunft. Entschuldigung. Und auf die Tournee. Was meinst du? Ich weiß nicht. Ein anderer Kontinent, andere Kulturen, subtropische Hitze und das Meer, der Geruch von wilden Orchideen. Gewürzmärkte. Du weißt, ganz einfach mal auftauchen. Was ganz anderes machen. Also, ich weiß echt nicht. Das hast du heute Abend schon viel zu oft gesagt. Vor was hast du Angst? Sag's mir. Schlafen. Im Gegensatz zu Christoph, der schläft wie ein Murmeltier. Ich finde, Christoph ist sehr aufmerksam zu Maxi. Und zu dir doch auch, oder? Ja, ja. Ich kann mich eigentlich kaum über etwas beklagen. Objektiv. Und subjektiv? Bist du immer noch unsicher? Liebst du ihn? Ja. Ja, da haben wir ja noch mal Glück gehabt. Ich krieg immer weiche Knie, wenn ich ihn sehe. Na bitte! Und ob das reicht? Wovor hast du Angst? Ich weiß es nicht. Ich finde, ihr beide habt die besten Voraussetzungen, eine gute Ehe zu führen. Für eine gute Ehe sollte man doch bereit sein, mit einem Menschen durch dick und dünn zu gehen. Aber wenn ich es mir richtig überlege, was weiß ich denn schon von Christoph? Vielleicht war es doch ein Fehler, dass wir so früh geheiratet haben. Maria. I just kissed a girl named Maria. And suddenly I found a wonderful person. Kim. Doro, was machst du denn hier? Sag mal, wo warst du die ganze Nacht? Präsentiert vom Ersten und Nestle Mousse au Chocolat.